Unsterblich, immer im Sein. Auch hier in diesem Audio eine umfassendere Darstellung als nur Psychotherapie, nämlich in den Bereichen Bewusstsein, Spiritualität und Erkennen. Unsterblich, immer im Sein. Was bedeutet das? Das Sein ist das Unmittelbare, also das, was jetzt gerade geschieht, das, was jetzt gerade möglich ist, das, was jetzt gerade seinen Lauf hat. Die ständig bemerkten Veränderungen in einem wahrgenommenen Moment. Das ist Zeitwandel. Nichts ist unveränderbar oder fix. Absolut nichts. Selbst intendiert oder nur empfangend in absoluter Hingabe und geschehen lassen. Nichts ist damit so verlässlich wie die Veränderung und damit der Wandel. Die Veränderung hat Sinn. Und der Sinn ist, dass jegliche Existenz in dem Sinne endet, dass sie nur für einen bestimmten Sinn und Zweck existiert. Ist der erfüllt, wandelt sie sich zu etwas anderem, was immer dann auch konkret das andere ist und sein mag. Weil alles in einem Zusammenhang ist. Weil alles miteinander verbunden ist. Wechselseitig bedingt und geradezu durchwirkt. In dem Sinne gibt es nie das eine oder eine feste Persönlichkeit. Wenn Menschen ein Bewusstsein dieser Fülle haben, dieser Möglichkeiten, dieses, nenne es zum Beispiel auch freien Geist, den freien Geist haben, der fluktuiert haben, fühlen sie sich nicht mehr isoliert oder alleine oder verpflichtet, nur ständig selbst etwas bewirken oder verändern zu müssen oder zu können. Sie fühlen sich in einer größeren, gemeinsamen Wirkung, Handlung und damit Bedingtheit. Das lässt uns unsere Person immer wieder zurücknehmen, macht uns bescheiden, macht uns demütig, weil wir in etwas Größerem handeln und durch etwas Größeres handeln. Du bist nie isoliert, nie wirklich alleine. Das Problem unserer Individualität ist die Vermutung und das Festhalten am Alleinsein. Die Angst vor dem Tod ist die Angst des Alleinseins, der Abgetrenntheit, des Unterganges, der Vernichtung. Wenn wir wissen, dass alle sterben, alle Menschen, alle Wesen, alles, jeder Baum, jeder Stein zerbröselt, alles, was wir überhaupt sehen und wahrnehmen können, also dass alle sterben, viele den Weg vor uns, viele den Weg nach uns und viele auch den Weg des Todes mit uns zusammengehen, gibt es kein Alleinsein mehr. Das ist tröstlich. Endet Bewusstsein? Fängt Unterbewusstsein an oder anders Bewusstsein an. Schon im Nickerchen der Mittagsruhe und in jeder Nacht. Du schläfst ein, du lässt los, du lässt dich los. Dein Zeitkontinuum, dein Zeitgefühl geht verloren für diesen Zustand. Bewusstsein und Unterbewusstsein wechseln sich stets und ständig ab. Ein unendlicher Lauf von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Sein und Nichtsein gehören zusammen, wie Form und Leere, wie dunkle Energie und Helle samt dunkler Materie. Tod und Existenz haben etwas Gemeinsames. Das eine ohne das andere ist undenkbar und unvorstellbar. Wenn wir all diese Zusammenhänge spüren, und verstehen können, uns ihnen annähern, werden wir weit und offen und damit befreit von den einseitigen Sichtweisen, die nur an einer bestimmten Wahrheit, einem Beweis festhalten. Verborgen und offenbart. Es gehört zusammen, das Verborgene und das sich Offenbarende. Wenn ein Mensch, egal durch was bedingt und ausgelöst, dieses Größere entdeckt, wird seine individuelle Psyche, also seine Seele, sein Verstand und sein Geist weit, werden die allesamt weit.
Er bemerkt seine leibliche Familie so wie das familiäre Größere. Es ist ja alles irgendwo auch eine immer wiederkehrende Analogie, eine Ähnlichkeit, die da ist. Und so kommt eben von der Ursprungsfamilie über das, was jemand familiär in seinem Beziehungsleben hat, bis hin eben zu dem größeren, umfassenderen familiären zum Zug. Die Herausforderung unseres Lebens ist die letztendliche Befreiung von diesem Persönlichen und nur Persönlichen. Das Erkennen, dass hinter dem physischen Tod etwas anderes steht. Und das sind ja Themen, die uns als Menschen immer wieder sehr beschäftigen und die wir eingestandenermaßen behandeln und uns damit auseinandersetzen oder im Diskurs, im Dialog mit anderen Menschen uns beschäftigen. Aber das ist etwas, was immer latent zumindest vorhanden ist. Und damit eben dieser große Ausdruck, sind wir tatsächlich unsterblich? Und damit immer im Sein? Oder ist da irgendwie immer etwas im Sein? Existiert da irgendwo immer ein Sein, auf das du vertrauen kannst? Wo du siehst einfach, ja, du hast jetzt gerade gelebt und da ist etwas auch möglicherweise jenseits von dem messbaren Leben. Wir können ja den Tod feststellen und der Tod ist eine Tatsache. Und da könnte etwas sein, was damit zu tun hat, mit dieser Unsterblichkeit. Und dem nähern wir uns ja immer wieder an, indem wir darüber nachdenken, indem wir das empfangen, indem wir Historien haben, Religionen haben, die sich damit beschäftigen, mit was auch immer. Und diese Sichtweisen zu erweitern, geradezu zu erweitern, das ist ja immer wieder die interessante Herausforderung bei diesen Thematiken.